Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talisman. Achso, und hey, ihr Lieben, ich bin so überpowered, dass alle Angst vor mir haben. Yay, sie hat's gesagt. Und zwar Angst haben vor mir Garyline, Hallo. Tom Bisschen. und Jojo. Du bist weh. Das war John ein bisschen. Ja, weil ich ja Es geht so, so unter, unter der Angst vor allen. So mit Dabei. Weißt du, dabei müsste John als einziger keine Angst haben, weil er sie im psychischen Kampf zwingen kann und sie hat nichts, was sie im psychischen Kampf unterstützen würde. Nichts. Ja. Er ist der einzige von uns, der sie besiegen kann. Aber John will ich auch eigentlich nur Tränke geben. Ja, eben. Und uns dafür verhauen. Okay, mach doch mal bitte. Ich wollte Jojo auch nur Tränke geben, aber er will ja nicht. Aber mir nicht. Gratisproben. Konkurrenz. Kostenlos 3 Trankkarten. What? What? What's geht ja, ab? Ich muss sie ja auch mal probieren, damit ich, also euch, oh. Oh nein. Oh, Inspiration für die Schankmeiz. Oh nein. Ey, sie kriegt so einen Zauberspruch. Kannst du diesen Trank abbringen? Schon wirken. Wow, okay. Beliebiges Feld derselben Region, das heißt, du kannst dich porten und du kannst alle Zaubersprüche tauschen, wenn du keinen Bock mehr auf sie hast. Geil. Oh, geil. Das war wow. Das war ein Wow-Zug einfach nur. Mehr nee, geht da gar nicht. Wow. Wow. Just so wow. Ja. Ich kann nicht verstehen, John? Warum die Jungs Angst vor mir haben. Ja, ich nee. Ja, bei dir sind es Gegenstände, bei Johannes sind es halt Beutel. Also wenn er einen Goldbeutel zieht. Gegenstände sind da noch wahrscheinlich, aber davon gibt es definitiv mehr. Deswegen fand ich meine auch so doof. Och komm, ich kann die Angst nicht mehr sehen. Hol dir doch die Axt! John, hol dir doch die Axt, damit du eine Chance gegen Johannes hast. Oder hol dir den Gary. Kannst du auch versuchen. Nein. Have fun. Obwohl, warte mal, der hat zu viel Drecks-Items, ne? Ja, vor allem habe ich jetzt das Schwert, das dafür sorgt, dass mich keiner besiegen kann, der weniger stärker hat als ich. Außer Medilein, weil die einfach ein Flail hat, die 12 Schaden, 12 Stärke dazu bekommt. Nein, ich hole mir die Axt, da hast du schon recht. Ja, ich will dir doch nur gut. Ich hab dir doch nicht mal wirklich wehgetan bisher, ja? Okay, einmal wollte ich dich aussetzen lassen, weil es lustig war. Ich hab dir noch nicht wirklich wehgetan. Okay. Ich kann schon wieder nur... Nein, das ist der scheiß blöde Geist. Ja, ich kann noch kotzen. Ich tu dir nichts, ich tu dir nichts, John. Also, Mann! Ist der mies. So, er tut das mir war aber, der Geist ist wirklich scheiße. Ja, soll ich dich aussetzen lassen oder was willst du? Ganz, es dürfte gar nicht gehen. Ich wollte dir eigentlich nur, keine Ahnung, ein Goldstück wegnehmen oder dein komisches Gesuchtposter, weil ich dir nicht wirklich wehtun will. Aber wenn du willst, kann ich dir auch wehtun. Na, dann nimm mal. Ich kann dir auch mit Frostbeißer ein Leben nehmen und dann setzt du aus. Willst du? Und nimm mal einen falschen Prophet. Ich habe kein Interesse daran, ihn umzuhauen. Er kann sich gerne entscheiden, was er möchte. Ich weiß, es klang nur trotzdem so lieb. Willst du? Ja, weil ich möchte du gut, weißt du? Und dann, welche Waffe willst du? Ja, das ist eigentlich völlig wurscht, weil ich werde dir nichts nehmen, was du nicht willst. Also ja, mach einfach. Wenn du sagst, ich soll dir Leben nehmen, Geist, okay, mach ich. Ja, der Geist gehört mir, das ist meine Trophäe. Ja, der eigentlich darf schon. Gar nicht, der das darf nichts mehr bestimmen, das ist so dumm. Auch weil es ein dämlicher Bug ist, will ich ihm nichts tun. Das ist ein Bug, ja. Zumindest was auf der Karte steht, ist dann falsch, wenn das kein Bug wäre. Kann man in der Stadt nicht die Trophäen auch irgendwie loswerden? Unbedingt loswerden, ey, das ist so furchtbar. Aus ich. Warum kriege ich eigentlich nicht 6 dazu? Ich dachte bei einem Wurf. Ich will nur mal reicht's ja nicht! Nein, ich möchte nur. Ah, warte mal. So ist das gedacht. Gott. Okay. Wenn ich das jetzt mache, dann geht das. Okay. Ich dachte, das würde automatisch hinzuaddiert, aber ich muss den Gegenstand verwenden. Ja, ist doch egal, ob ich dich mit einem Punkt besiege oder mit 15. Ist wurscht. Das ist immer noch gleiche Ergebnis. Ich wollte nur wissen, wie das Ding funktioniert. Oh ja, stimmt. Und du hast einen. Ach, das habe ich von Johannes besiegt. Ja bekommen. Ach, guck mal, ist das nicht schön. Ja, Mensch. Ist das nicht toll? Das wusste ich gar nicht. Warum habe ich das nicht weggeworfen? Boah, das ist grausam. Ich lieber das als die Axt weggeworfen. Aber jetzt kriegst du 4 Gold. Ist doch auch schön. Und die Schankmatt kommt wieder. Oh Gott, ja, nein. Ich will nicht, dass die Schankmatt so kommt. Ich gar nichts weil mehr ich, sagen Weil darf. Ich in die Stadt müsste, um das loszuwerden, das Gold, damit sie es nicht bekommt, weißt du? Und bis ich da bin, hat sie mich 25 Mal ausgeräubert. Das ist doch doof. Was soll ich nehmen, John? Wähl aus. Ist mir das völlig Tier. Egal. Ich will gar das nichts. Tier. Okay, nehme ich. Kein Problem. Ja. Weil es ist ein Bug. Also, du kannst ruhig auswählen, was ich nehmen soll. Das ist mir egal.
Ich habe eh kein Interesse daran, dir weh zu tun. Schade ist es trotzdem. Also du hättest mich auch bitten können, dir Leben zu nehmen, damit du irgendwann stirbst und vielleicht einen besseren Charakter bekommst. Hätte ich auch, okay. Ja. Also, ne, ich meine, das ist wirklich so. Momentan sitzt du in der Sackgasse und als Maddie den Charakter verloren hat, ist sie skyrocketed. Also es kann manchmal nützlich sein, den Charakter zu verlieren. Ich würde es auch nicht wollen. Ja, ich finde also eigentlich ganz nicht. Cool, aber jetzt halt gerade die... Ja, ist auch ziemlich cool, aber man muss halt auch doof. Das Glück dabei haben, ne? Das ist halt scheiße. Das ist halt bei jedem Charakter echt scheiße. Du kannst echt in der Sackgasse sitzen. Wie beim Gladiator. Wenn du keinen Begleiter kriegst, bist du total nutzlos. Das ganze Spiel über. Absolut nutzlos. Nochmal. Oh ja, du kannst einen Zauberspruch kaufen oder verkaufen. Oder Johannes, renn doch in die Stadt und renn vor der Schrank mal wieder weg. Ich komme auch gleich, ist cool. Ja. Ich renn dann mit euch mit. Alle so ein Kreis. Das große Rennen wieder. Das ist viel zu nett. Ja, das Blöde ist ja, sind ja nicht die Tränke. Das Blöde ist, dass man ja jedes Mal ein Gold in den Rachen schieben muss. Und wenn man Pech hat, noch ein Objekt hinterher. Ja, hallo? Weißt du? Ich meine, du musst dir das so vorstellen. Du bist unterwegs und dann kommen die Schankmalbieren. Ja, aber wenn ich unterwegs bin und zu mir kommt jemand an und drückt mir so ein Getränk in den Hals. Ja, weißt aber du? Das... Und kann ich nicht erwarten, dass klaut mir dann Geld aus meiner Geldbörse. Ja, aber ich könnte dann ja sagen, wenn mich jemand fragen würde auf der Straße, hier möchten Sie Getränk haben, kostet so und so viel. Und dann kann ich sagen, nö, ich habe nicht so viel Geld dabei, danke, tut mir leid. Ja, aber du kriegst das sogar gratis. Die Schankmein ist so bezaubernd. Nein, krieg ich nicht. Das Getränk und ja, da musst du einfach ein Goldstück. Aber wenn jemand hinkommt, weil es mir das Getränk ins Gesicht schiebt und mir dann aus meiner Geldbörse Gold klaut, weißt du, ja, dann denke ich mir so, nein. Ich denke, die Schankmaid, ne, die sie dir das vorführt und so. Das aber das muss man sich doch echt nur überlegen, oder? Wenn auf der Straße sowas passiert, die Leute würde man sofort bei der Polizei anzeigen. Weil, kommt hallo? Auf die Schankmaid drauf an. Kommt doch mal, was sonst noch so für Dienstleistungen bietet man zu wohl. Na, also also Johannes Zauber ist nicht so dolle. Der ist offenbar schon dolle. Ich fühle mich nur bereichert, das ist alles. Ups. Da hat er noch nicht genug. Ja. Trotzdem ist okay. Ja, ich will nur, dass ich in der Stadt ankomme und noch ein, zwei Goldstücke habe, damit ich mir vielleicht noch ein bisschen. Du bist ja reich. Da wartet schon jemand auf dich. Ja, riecht nach Stammkunde hier für Melli. Ja, wirklich. Ganz ehrlich. Wow. Und bitte 9-mal. Mindestens. Wow, just so. Und da sprintet er wieder los. Ja, aber das ist okay. Eine 1 nehme ich an, aber den 2 war mir zu wenig. Weil dann kriege ich wenigstens noch ein Fade. Oh yeah. Oh ja, cool. Noch zu weit. Irgendwie sind alle voll böse zu mir. Oh, Schatz. Armes Schatzi. Ich kann echt nirgendwo den ordentlich hinbringen. Das ist total doof. Er will sicher auch ein paar Tränke haben. Schick ihn da rein. Oder auch nicht. Ich würde ihn zu dir schicken, aber damit er sich Tränke holt. Aber das will er irgendwie nicht. Ja, beim Schnitter fehlt in letzter Zeit immer irgendwie so ein Feld oder sowas. Damit er jemanden treffen würde. Irgendwie schon. Willst du dich teleportieren? Nein, ich überlege eher, ob ich den Heiltrank trinken soll. Ich meine, why not? Ich weiß, das Blöde ist halt, dass du so einfach nicht mehr an Tränke kommst. Obwohl doch, du kannst da Tränke kaufen in der Stadt. Ja. Es gibt nämlich auch einen Trank, der dich einfach voll heilen würde. Glaube ich. Oder war das nur ein Zauberspruch? Das kann auch sein. Nee, aber ich glaube auch einen Trank. Ich weiß, dass eine der Warlock-Quest-Belohnungen der Trank der ewigen Jugend oder sowas wäre. Und den kann man irgendwie immer einsetzen, wenn irgendwas Bestimmtes passiert. Ich glaube, wenn man Fate einsetzt oder sowas, und dann kann man entweder ein Leben verlieren oder zwei Leben gewinnen oder ein Leben gewinnen oder irgendwie sowas. Sehr, sehr cool. Sehr cooles Ding. Spielhalle. Spielhalle, yay. Naja, gut, du kannst nichts verlieren, also. Du hast nur ein Gold. Ja. Kann man verlieren. Ja, du verlierst eines deiner nicht vorhandenen Goldstücke. Ist doch toll. Du verlierst immer noch ein nicht vorhandenes Gold. Ja, aber gut, ich meine, dass sie sollte jetzt immer Fade einsetzen, jede Runde. Sie hat Lucky. Sie hat immer, sie hat unendlich Fade. Sie hat niemals mehr Fade schon Leben. Das ist krank. Unfassbar. Ich will nur ein Tier. Vielleicht kriege ich ja Glitter und dann kann ich dir das gegen Lucky tauschen. Sie kann ständig Fade und Gold farmen. Unfassbar. Weil ich weiß, dass du Lucky haben willst. Glitter haben willst. Ja, Lucky will ich auch haben. Nein, aber ich will Lucky.
Ich habe ja jetzt Glitter, ich habe ja die Fähigkeit von Glitter, deswegen will ich Glitter nicht mehr haben, aber ich will Lucky. Ja, ich gehe ganz bestimmt nicht nach oben. Achso, ja. Musst du wahrscheinlich nicht, weil du sonst im Wald dich verirrst. Ja, dann gehe ich lieber in den Wald. Ich kämpfe nochmal. Es ist echt ein hässlicher Bug, aber mir bleibt ja auch cool. Hey, aber wenn du Johannes im Strength besiegen kannst, kannst du ihm den Bug geben. Das wäre auch gefährlich. Nee. Obwohl, John, du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass du noch irgendwie Stärke bekommst. Talent bekommst. Trophäe. Eine Vierer-Trophäe würde dich den abwerfen lassen. Und dann hast du auch kein Problem mehr. Ja, stimmt, Talent. Obwohl, will ich da jetzt? Nee, das traue ich mich nicht. Einstiegsatzpunkt, nee, mach ich nicht. Ja, du bist halt 4 Felder vom Friedhof noch entfernt. Es kommt halt auch nicht wirklich Sinn. Wirklich so schwierig. Ne? Schnitti. Ja, ich meine, Runde aussetzen, was soll's. Niki hat fertig gelernt. Geh wieder zum Runentor. In die Akademie. Geh wieder zum Runentor. Da wartet er auf Melli. Melli muss eh die Richtung. Ach nee, muss sie gar nicht. Könnt ihr wieder rausgehen. Ja, weil du rund gehen musst, aber ja, stimmt ja nicht. Du könntest jetzt auch wieder rausgehen. Warum auch immer, weil. Ich bummel gerade ein bisschen. Es wäre sogar sinnvoller, wenn du in der Stadt bleibst, weil da kriegst du eher Gold und kannst es dort auch direkt wieder ausgeben. Also, wenn du wirklich was Bestimmtes haben willst, wäre das sinnvoller. Weil ich gerade überlege. Hast du eine 6 gewürfelt? Ach nee, du musst das einsetzen wie das Reitpferd. Du musst es einsetzen und dann kannst du 2 Würfel verwenden. Ansonsten würfelst du immer noch mit einem. Das heißt, du hast immer noch die Möglichkeit, was ziemlich cool ist. Aber es ist jetzt nicht nur eine einmalige Sache, oder? Nein, Begleiter. Begleiter verbrauchen sich nicht. Außer es steht drauf. Also es kann auch sein, dass draufsteht. Ich weiß nicht, ob sowas gibt, aber wenn draufstehen würde, danach legst du ihn ab. Nee, ist wie das Reitpferd. Das kannst du immer verwenden. Jede Runde. Mhm. Ja, gut. Das Dumme ist aber, dass du nicht diese schwarze Hexe oder sowas bist, die nämlich einen der Würfel wählen kann dann auch. Die kann entweder beide, glaube ich, nehmen oder einen von beiden. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Das ist richtig krank. Diese Fähigkeit ist super gut. Das ist fast so wie die Clockwork Owl. Wenn der Johannes jetzt noch die Clockwork Owl hätte, könnte er jetzt auf jedem Feld bis zu dem Feld, in das er gewürfelt hat, hingehen. Auf jedes Feld. Das wäre so unglaublich mächtig. Das glaubt da könntest man gar nicht. Du deinen Talisman eintauschen gegen irgendwelche Die du nicht Sachen. Hast. Das war nicht so teuer, Reliquien. Gegen Aufgabenbelohnungen. Du darfst dir eine von 4 Aufgabenbelohnungen des Hexenmeisters auswählen. Ohne eine Hexenmeister-Quest zu machen, brauchst du nur Talisman. Ja. Das Feld bringt mir eigentlich nichts. Not now, no. Aber ich möchte trotzdem mal. Aber in der letzten Runde hatte ich, glaube ich, 4-5 Mal sowas eingetauscht. Nein, ich weil ich so viele Talismane gefunden habe. Oder nee, 3-mal haben wir, glaube ich, was eingetauscht. Ich glaube, 2-mal dann noch irgendjemand. Ich glaube, John oder so. Ich muss ein bisschen mehr dran denken, an den Begleiter mal einzusetzen, wenn sie es lohnt. Beispiel, wenn ich von der Shunkmat fliehen will. Manu. Es tut mir leid, Schatz. Das tut mir echt... Oh, nein. Ich will den Haar. Oh. Nein. Das bedeutet jetzt Krieg, nein. Oder? Nein. Nein. Oh. Nein. Ich laufe die ganze Zeit mit 0 bis 1 Fate rum. Ich will jetzt auch mal Fate genießen dürfen. Nein. Es tut mir leid, Schatz. Das ist schon wieder der Zauber wie beim letzten Mal. Tut mir wirklich leid. Ich glaube, die nächsten Tricks gehen auf Pferde. Oder soll ich den Pferdekarren nehmen? Soll ich nett sein und den Pferdekarren nehmen? Was? Ja, das wäre nett, denn sie brauchen eh nicht. Sie hat einen Gegenstand. Zwei Gegenstände. Also. Pff. Bist du jetzt weich oder was? Ja, ich meine, bevor Melli mich für immer hasst, also wäre das schon lieber. Aber ich will Lucky haben. Scheide dich. Wähleweise, ja. Taktisch wäre es dumm, wenn ich Lucky nicht nehmen würde. Melli wird mich hassen, wenn ich ihn nehme. Melli wird dich mit Tränken zuschütten. Oh, Schatz. Ja, das wird sich sowieso, als ob es da irgendeine andere Möglichkeit gibt. Da erstens kann ich machen, das was ich will. Und danach setze ich mir den Morgenstern ein. Das kannst du versuchen. Ich habe noch was dahinter. Cool. Außerdem habe ich dann unendlich Fate, also, dass du jetzt hättest. Bei einem Morgenstern dazu, oh Gott. Ich will Lucky haben. Ich will vor allem, dass du ihn nicht mehr hast. Das wäre noch sinnvoller eigentlich. Lass mir Lucky. Ich darf schon Glitter nie besitzen. Ich will Lucky wenigstens haben. Von wegen nie besitzen, ja. Du hattest es einmal das ganze Spiel über. Er wird mir immer weggenommen, oder sie. Es tut mir leid, Schatz, aber ich muss. Alles andere wäre dumm. Ach nur. Ich würde mich hassen. Das kann ich nie machen. Wir werden dich schon töten, ist okay. Ja, das sowieso, ich weiß doch. Ey, ganz ehrlich, jetzt bist du ja hier aber sowas von... Melli schließt die Augen, es geht auch ganz schnell. Die Pflaster.
Ich hatte ihn noch nie. Das ist genau wie Glitter. Hatte ich auch vorher noch nie, was ich genommen habe von dir. Wobei, versuch's doch. Versuch, Glitter wegzunehmen. Versuch. Das ist eh schon zu spät, Schatz. Du kannst nicht mehr, kannst keinen Gegenzauber mehr einsetzen. Was? Den hättest du vorher machen müssen. Nein. Du musst das machen, wenn ich ihn caste. Nein. Der ist gecastet. Nein. Oh Mann. Was für ein Drama. Das war schön gewesen. Aber es tut mir wirklich leid, Schatz. Zaubersystem ist echt doof. Das ist wirklich ein doofes Zaubersystem. Und eigentlich müssen die jetzt auch noch einsetzen können. Aber ja, ich glaube es nicht. Ich meine, versuch. Okay, dann mach. Schau nicht hin. Oh. Nee, der funktioniert sogar, siehst du mal. Yay. Hast du eigentlich Schweineglück, hab ey. Ich schön. Oh, ist das dreckig. Ah, oh, Gott sei Dank. Mein Lucky. Ach, schön. Dass ich nochmal so einen Zauber bekomme, ist alles cool. Und dann nehme ich ihn mir wirklich, weil... Und die Androhung. Dann ist mir egal. Alles so gemein zu mir. Wollen meine Tränke nicht haben, wir laufen dauernd vor mir weg, nehmen meine Begleiter weg. Aber du läufst auch dauernd vor mir weg. Ja, weil ich Angst gerade habe, weil ich so ein besessener. Ach so, Idiot. Stimmt. Hey, John! Aber wenn ich zu dir hinlaufe, oder beziehungsweise... Laufweiser, lauf! Ja, ich kann zu John laufen, soll ich? Ich habe in den letzten vielen Runden so viel gerissen. Ach ja, ich setze ja auch noch aus. Ja, komm. Ach stimmt, du setzt ja auch noch. Oh, habe nee, ich mir so jetzt etwas Spaß, ja. So Arsch bin ich nett. Ich hätte es machen sollen, es wäre taktisch klüger. Taktisch klug? Ich bin so... Ja, dich klein halten, dir alles nehmen, ist taktisch klug. Oh ja. So ein Level 1 Ghoul. Ja, das ist leider wirklich taktisch klug. Traurig. Angeheitert prügelst du dich stattdessen lieber mit einem Bauern der Stärke 3. Ich meine, soll er kommen? Ich nehme mein Schwert der Wahrheit, so wie Johannes gegen die Ratte das einsetzt, als ich es wenigstens gegen jemanden ein, der es verdient hat. Bauer vor. Bauer. 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 Wow. Oh Mann. Nein, ich werde ihm jetzt die Wahrheit zeigen, die Fehlgeleitetheit seiner Wege. Was? Duell. Die fehlgeleiteten Wege, ja. Ja, ja, weil ich es kann. Denk an seine Frau und seine Kinder. Stark. Ja, in der Tat. Ich habe einen Bauern im Kopf abgeschlagen, hallo? Da kann man sich da noch nicht, also wie kann man sich da nicht stark fühlen? Denk an seine Familie. Ich wünsche dir. Familie, auch. Auch schon geschnitzt. Ich weiß auch nicht jetzt. Das ist sehr gut. Da hilft nichts mehr. Der Zauberspruch wäre eh nicht so dolle. Ja. Deshalb, weil du den nächsten nicht kennst. Ich kenne beide nicht, deswegen würdest du beide tauschen, oder? Ich habe nur einen. Ich habe ja den anderen gerade eingesetzt. Ach stimmt, den hast du eingesetzt, ja. Ja, dann würdest du nur einen nehmen. Und dich immer ein bisschen. Ich meine, wenn du jetzt den hast, der alles, was ich habe, zu Holz verwandelt, dann weine ich und dann. Aber naja. Das wäre auch nichts Neues, den hat Johnny schon gegen mich eingesetzt, netterweise. Das war ich nicht, das war Paint. Das warst du. Nein! Ich weiß, dass das Paint war. Aber der ist nicht hier, also kann ich es nur dir anlasten. So. Toll! Sonst habe ich da eh nichts, oder? Stärke tragen, Adler tragen, also kannst du dich teleportieren, du kannst Kram machen. Stimmt, ich kann mich teleportieren. In deine Region. Achso. Dann gehe ich mal wieder raus. Würde dir eh nicht helfen. Die leere Stadt. Traurig. Eins zu gut besucht. Genau, komm zu uns, da hast du Spaß. Ja, kannst mir Geld abnehmen, yay. Ein ehrenwerter Führer. Bringt nichts, Hexenmeister-Quest. Ich habe keine Hexenmeister-Aufgabe, du musst hier bleiben. Der ist nämlich auch ziemlich geil, aber halt nur wenn man Hexenmeister-Quest hat, den muss man dann sowieso irgendwie ablegen. Aber der hat dieselbe Fähigkeit wie die Clockwork Owl. Du kannst immer so weit laufen, wie du gewürfelt hast, jedes einzelne Feld kriegen. Okay, ich muss es doch nicht mehr vorlesen. Ja, wie gesagt, ich kenne den auswendig. Beziehungsweise den Effekt der Clockwork Owl, weil es einfach so geil ist. Die ist so immer. Wenn man das Reitpferd und die Clockwork Owl hat, ist man Gott. Dann kannst du jedes Feld immer erreichen eigentlich. Außer du wirst extrem beschissen. Weil dann könnte Jojo jetzt jedes einzelne Feld, das er da hat, das da auf dem Weg liegt, dann countern. Er könnte die Axt wegnehmen, John. Er könnte zu der Trulla gehen, wenn er will. Könnte alles machen. Und das ist so viel wert in diesem Spiel, diese Möglichkeit zu haben, auf jedes Feld zu gehen, das auf deinem Weg liegt, das ist richtig, richtig geil. Na ja, klar, du hast so viele Möglichkeiten. Ja, die Optionen, die dir da bleiben, ne, das ist wow.
richtig gut. Mhm. Vor allem, wenn das Feld ein bisschen voller ist als das hier. Eine Wahrsagerkugel. Wenn du die, wenn du Abenteuerkarten ziehst, kannst du eine unangenehm... Was? Ich kann nicht mehr lesen. Das ist dieselbe Fähigkeit, wie die Karte Prophetin ablegen, hat. Du kannst Abenteuerkarten ablegen und dafür eine neue ziehen. Oh, komm. Also, wenn du eine ziehst. Ganz einfach. Ist schon spät, Jojo. Alles gut. Deswegen. Ist nicht so schlimm, ich erkläre das schon. Okay. Was soll das? Was ist das für blöder Mist? Ah, okay, du kannst irgendwas kaputt machen. Oh, ich könnte so fies zu John sein. Wow. Warum? Aber das will ich nicht. Ich könnte so fies zu dir sein, John. Ja, ich bin ja auch so... Also wenn ich das kaputt machen könnte, würde ich jetzt die Axt zerstören, aber das kann der Johannes noch machen, wenn er will. Ja, das ist mir fast nicht. Egal, ganz ehrlich, dieser eine Trick ist Stärkepunkt. Ja, eben, man bringt ja nichts. Man kann übrigens links unten schon sehen, welcher Zauberspruch... Eben, es ist Dislokation. Ich kann jetzt eine Karte dorthin legen, wo kein Spieler steht und John steht nicht auf der Axt. Das heißt, ich könnte jetzt den Teufel dahin setzen. Und dann würde er da nie drankommen, aber warum sollte ich? Ist ja doof. Aber weißt du was? Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warum darf ich die nicht? Ich dachte, die dürfte ich. Ach, jetzt, okay. Ach, in derselben Region? Das ist toll. Nee. Hm. Das wollte ich nicht. Ich wollte das in andere Regionen schieben, aber okay. Ja. Ich bin mal richtig fies. Have fun, guys. Was ist denn das jetzt? Ach so, weil es eingesetzt ist. Das ist halt der Zauber. Ja, das ist der Zauber. Ja. Der wird ja jetzt erst gewirkt, eigentlich so. Und jetzt. Ja. Komm zu mir. Könnte ich. Du also hast nicht den Flail, so du hast den Söldner 3, den Trank 2 sind 5, den Flail sind eher bis so, dass zu du dich 12. vor mich stellen sollst, damit ich dir Gold abknöpfen kann. Sind 12, Gold. Sind. Ich will nicht kämpfen. Das sind alleine 17 Punkte, ohne ihre eigene Stärke mit reinzusetzen. 21 Punkte, das ist so asozial viel. Wow. Ich will eh nicht kämpfen. Ich will dir nur einen Trank geben. Ja, ist klar. Ich könnte John verhauen, aber warum sollte ich? Es bringt gar nichts. Ich will es auch nicht. Das sicherste wäre wohl das. Oh Mann, oh. Spaß euch. Warte mal, ich will nur mal gucken. Ah, das ist blöd. Naja. Okay. Dann, mein Zug ist fertig. Du kannst dich nicht zum selben Feld teleportieren, versuchst das gar nicht. Und wenn, dann müsstest du dich angreifen. Also ich kann den Morgenstern bei jedem Kampf einsetzen. Nicht nur gegen Spieler, sondern auch gegen... Ja, aber nur im Stärkekampf. Im psychischen Kampf wärst du total nutzlos. Okay. Da kannst du nämlich nichts, da hast du nur 3 Punkte. Da könnte ich jeder hier besiegen. Du willst versuchen, das zu beenden? Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß dabei. Nein, ich will es nicht versuchen zu beenden. Ich will versuchen, mir den Stärkepunkt zu holen. Achso, ja, ist auch gut. Weil mit 4-3 kommst du nie durch die mittlere, durch die innere Ebene. Will ich nicht, keine Sorge, will ich nicht. Also das, obwohl, doch, wenn du sehr viel Glück hast. Wow. Ich glaube, du müsstest mit 3 Würfeln immer Einsen würfeln, damit das funktioniert. Ach nee, der Stärke weg muss er, muss er mit dem Tod würfeln. Nein, ich will da hin. Ich wollte nur, dass ich keine mehr heilen kann. Du hättest den Dings mit einsetzen sollen. Wow. Ui. Du hättest deine Tränke dafür schon einsetzen sollen, Schatz. Ach. Brauche ich für andere. Braucht man nicht hier. Apparently Mann. Not, ja. Apparently ja, not. Hier einmal reloaden und. Nur dann. Und dann wird's noch schlimmer. Ach nee, du hast Glück gehabt. Es hätte auch dein.
Schade. Deine Leben sind dagegen. Achso, doch, ich kann nochmal würfeln. Jetzt nochmal? Stimmt ja. Ah. Wegen Feng oder wie man. Ach, ja, stimmt. Feng. Oh, herrlich. Guter Begleiter, also wirklich, der ist geil. Und der ist immer loyal, den kann man mir auch nicht stehlen. Nö, wollte ich auch nicht, weil den will ich nicht. Ich will Lucky haben, der wäre viel wertvoller. Super. Oh. Wollt ihr immer noch sagen, ich bin stark? Ich glaube, ihr solltet es nochmal überlegen, Leute. Ein bisschen. Wir korrigieren. Ich bin eher eure einzige Waffe gegen sie. Das ist alles, was zwischen mir und ihr steht. Ihr seid beide und euch. Stark. Ja, aber sie ist stärker, definitiv. Ich habe voll Schiss gerade. Wir sind alle toll. Wir haben uns alle lieb. So. Der Ghoul fault halt ein bisschen vor sich hin in der Ecke, aber sonst ist er auch ganz normal. Ja, Ghoul halt. Komm zu mir, John, ich gebe dir einen Trank. Dann geht's dir wieder gut. Wir haben manchmal so komische Nebenwirkungen, ich weiß ja nicht. Ja, ne? Da wird der Troll auf einmal zur Kröte. So gut. Oh Mann, ey. Und plötzlich habe ich gequakt wie eine Kröte. Das hast du dir nur eingebildet, das war nicht vom Trank. Dann habe ich mich an so einen komischen Traum erinnert und plötzlich hatte ich keine Dings mehr. Keine die Seherin, ziehe 6 Abenteuerkarten, wenn da rote Ereignisse sind, lege sie in die beliebige Reihenfolge verdeckt oben auf den Daumen zurück und lege die übrigen Karten ab. Waren also keine Unsinn. Ereignisse dabei, lege diese Karten. Das heißt, wir kriegen jetzt 6 Ereignisse, wenn es hochkommt. Obwohl, dann sind 6 da, also irgendwas zwischen 1 und 6 Ereignisse. Och, wie dämlich. Das sind aber schöne Karten. Einfach fortsetzen schon, wenn es dich nicht interessiert, welche es sind. Aber ihr seht das jetzt nicht, was ich habe, oder? Nein. Du hast ja auch gar nichts. Du siehst nur, was auf dem Stapel liegt. Das ist alles. Und wirst jetzt alle Gegenstände und alles andere wegwerfen. Die werden discarded. Die werden nicht mehr in dem Stapel vorhanden sein. Und die Ereignisse bleiben oben auf dem Stapel. Das heißt, wir haben jetzt potenziell 6 Runden mit Ereignissen. Maximum. Also, ist unwahrscheinlich, aber. Weil die hätten wir dann so oder so. Alles 2 klar. Also. Okay, 2 Ereignisse. Oh Gott, wenn der Wendigo dabei ist, dann wird's eklig. Moment. Du darfst jetzt noch die Reihenfolge aussuchen. Mhm. Ach so. Interesting. Mal schauen. Moment. Karten werden oben auf den Dungeon-Deck gelegt, in der Reihenfolge, in der sie gewählt wurden. Okay. Alles klar. Von links nach rechts höchstwahrscheinlich, also. Alles klar, okay. Oder nee, in der Reihenfolge, in der du jetzt eins und also draufklickst wahrscheinlich, so rum. Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, du musst sie jetzt noch anklicken. Ja, muss ich. Alles klar. Gut. Du hättest es sogar noch rückgängig machen können. Ja. Yay, John hat jetzt ausgewählt, was uns wieder dies passieren wird. Zum Beispiel die Pest. Ist nichts Spannendes. Versprochen. Oder alle Zauber, alle Magie wird zerstört für eine Runde oder so. Nichts Spannendes. Jeder verliert seine Zauber. Oder Johannes gewinnt das Spiel. Kannst du deinen Begleiter einsetzen, glaube ich. Oder geht das jetzt nicht mehr? Nee, geht nicht mehr. Das muss auch vorher machen, schön, aber... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich ausgerechnet eine 1 würfel. Was wolltest du denn würfeln, Johannes? Erzähl doch mal den Zuschauern. Die freuen sich. Ja, ich meine, es wäre jetzt so wild, also wo willst du denn hin? Ich glaube, Jojo wollte einfach nur weg. Ich wär, zum einen das, zum anderen will ich vielleicht nochmal gerne in die Stadt oder so. Warum das weg? Das ist echt doof. Du kannst also du kannst den psychischen Kampf zwingen? Nee, ne, das kann nur... Doch, kannst du. Nee, kannst du nicht. Nee, kannst du okay, nicht. Dann ist okay. Sonst hätte ich gesagt, geh doch in die Taverne. In die Kapelle. Tja, Felsspalte, Kapelle, ja, aber mit bösen Charakter ist ja auch nicht so toll. Nicht, wenn du einen Charakter encounterst, dann musst du das Feld nämlich nicht mehr encounterst. Ach so, ja. Aber trotzdem dann bleiben dir im Grunde nur die Felsspalten, wenn du das nicht willst. Ja, Stärke schaffst du nicht. Psychisch hättest du geschafft. Das ist das Problem. Es gibt übrigens in der Stadt einen Gegenstand, mit dem du Gegner in den psychischen Kampf zwingen kannst, wenn du es möchtest, wenn du angreifst. Wisst ihr was? Es ist doch zum Heulen hier. Hey, du kommst einen weiter. Ich meine... Ja. Aber Johannes, wenn du weit weg willst, dann nimm doch deinen geilen Begleiter dafür. Ich wollte eigentlich oben in diese Stadt rein und für Begleiter dachte ich mir dann... Ach so, oben in die drüber. Ecke oder ganz in das ganze Brett? Ne, nur in die Ecke wolltest du. Ecke vom Mittelfeld. So. Ja, dann wärst du wahrscheinlich drüber hinausgeschossen. Wenn du oben in die Stadt wolltest. Schau, du kommst eh weg von mir. Eben. Weit weg, wow. Du fängst an der Kante kommen. Oben rechts, das Dungeon. Ja. Hey, du bist weit weggekommen. Du bist jetzt bei John. ihr könnt jetzt Pläuschen halten. Na, hallo. Was geht's? Über die gute alte Zeit, als der Johannes noch so damals, gepowert war. Damals, so Ach, da ist sein Freund sogar noch.
Ja, guck mal, noch so eine. Mensch, da gibt's aber ganz schön viele von. Den kenne ich, der ist lieb. Behandle ihn gut. Töten! Er ist lieb, deswegen habe ich ihn zu einem Untoten gemacht, weißt du? Hm, okay. Ja, damit wir noch Johannes vor allem. Sind. Der ist lieb, töten! Hey, ihr seid beide böse, ja? Also, so schlimm müsst ihr euch ja auch nicht hassen. Ja, obwohl ihr seid böse. Mal kurz gucken. Ja, das ist das Schöne. Madeline und ich sind gut und neutral. Wir könnten eigentlich wir sind gut miteinander auskommen. Wir sind nett zueinander. Passt. Nice. 26 Karten. Jo, läuft. Ein Stärkepunkt. Yes. Yay. Das wär's. Hat eine halbe Stärke. Okay. Okay. Oh Gott. Wirklich, John? Was? Das ist aber bescheuert. Was? Oh, jetzt legst du gerade die guten Karten weg damit. Das ist doch wunderschön, Mensch. Hm. Möchtest du uns vielleicht aufklären? Ja, es ist Ragnarök, das gleich kommt, wenn ihr auf dem Feld landet. Viel Spaß. Damit werden alle Karten zerstört im Spiel. Also alle auf dem Feld. Zieh eine Karte. Was ist das hier? Zieh eine Karte. Wow! Tja. Mensch, diese Variation in der Stadt. Ich bin ja verblüfft, was hier so abgeht. Yay, ein Uhrwerkschrank. Der ist voll toll. Ich mag den. Ja. Falls du den Uhrwerkschrank im Kampf besiegst, kannst du ihn als Begleiter nehmen, anstatt als Trophäe. Solange der Uhrwerkschrank dein Begleiter ist, kannst du 4 weitere Gegenstände zusätzlich tragen. Er bleibt hier, bis er besiegt wird. Oh, toll. Da ist er wieder. Das ist ein toller Gegner, ich mag den voll. Aber der besiegt jeden eigentlich. Ich hoffe, ich schaffe ihn. Deswegen nehme ich auch das da. Ich könnte ihm auch ausweichen. Nee. Ja, ist okay. Läuft. Ich glaube, kaum, dass er eine 6 würfelt und selbst wenn. Danke. Er hat seinen Meister gefunden. Ne, ich will das Begleiter haben. Just in case. Man weiß ja nie, was man so bekommt. Und... Och ja, das ist auch cool. Ich würde ja sagen, geh in die Stadt, Schatz, da kriegst du Gold. Aber du willst mir ja eh mir abluchsen, also... Ich will eh in die Stadt. Stattdessen holst du lieber Ragnarök, das ist doch cool. Ein gutes Ziel. Von Liva kann dir gar nicht die Rede sein. Das Schicksal ereilt die Götter selbst, lege alle aufgedeckten Gegnerorte und Fremde in allen Regionen auf den Ablagestapel. Ja, alles resettet, alles dead. Oh, aber der Gegenstand unten bleibt liegen, die Stiefel und die Axt. Und der die Demagogin, John. Die Begleiter, sorry, ich weiß, du wolltest das sagen. Ach, weil... John kann die Demagogin wiederholen. Yay, das war ein super Ereignis für dich. Ist frei. Wenn du jetzt eine 4 würfelst. 4 oder eine 2 wäre dir gut. Ja, das wird doch. Oder du würfelst einfach eine 5 und lässt es. Eine 5 könnte ja gut werden. Möglicherweise, aber dann kriegst du keinen Fade mehr. Also ich würde erstmal rerollen. Ist die Waffe überhaupt noch im Feld? Nee, die hast du doch schon. Nee, die ist doch da. Da ist doch deine Axt. Und 2 Felder unter dir. Wenn du eine 2 oder eine 4 würfelst, kriegst du etwas Gutes, sage ich dir. Achso, das Wahrheitsschwert ist bei Gary. Ja, das habe ich ja schon lange. Ja, ja, das ist schon weg. Ja. Deswegen brauchst du gar nicht gut werden. Eben. Aber trotzdem, ich will immer das da oben. Ja, ich wollte mir das auch nicht ein zweites Mal durch den Lappen gehen lassen. Ich brauche das leider. Was bist du? Zeig dich. Ach ja. Nichts, was du brauchst. Hexenmeisteraufgabe brauchst du. Wie gesagt, er ist die Clockwork Owl nur mit Hexenmeisterquest. Das heißt, du verlierst ihn auch wieder, wenn du die Hexenmeisterquest dann auflöst, also wenn die fertig ist. Und du keine neue bekommst. Warte mal, ich hab Geld, Schmied, nee, lohnt sich nicht. Wär's los, du könntest... Nein, ich mach eine Axt, nee, eine Axt kannst du... Oh, Axt ist hier ganz schön teuer, wow. Krass. Macht's Gutes draus, bitte. Das ist nicht gut, okay, ignoriert mich, ja, ich muss da Ein Ghoul, Nee. Ich rede doch nicht. Aber John, du darfst den Part jetzt, okay. Ja, beenden. Ja, der Ghoul in letzter Zeit ein bisschen, ja, sich zurückgezogen, ein bisschen deprimiert, vieles abgenommen bekommen, nichts mehr zukommen, böser Bug,
hässlicher Diener, den ich irgendwie loswerden muss. Nicht schön, aber der Ghoul hält sich wacker, er hat immer noch viel Lebenspunkte und bald bestimmt auch wieder Schicksalspunkte. Du brauchst nur eine Trophäe mit 4 Stärke, John, dann ist alles gut, dann wird alles besser. Es wird wieder gut, der Ghoul, der überlebt alles und deswegen... Hol dir die Axt! Freut euch das nächste Mal und jo, sagt tschüss. Tschüss. Ciao.